Also da wäre es fast besser zum Dorf hinzugehen, ne? Ja, kann man sich halt aussuchen. Gibt es in dem Dorf etwas Gutes, was man kaufen sollte? In einem der nächsten Dörfer gibt es einen Morgenstern. Ja, ich meine jetzt nicht in einem der nächsten, sondern in dem nächsten, wo ich ohne das Herz hinfahren kann. Ja, gute Frage. siehst du, das meine ich. Ich hab's ja selber gerade erst in meinem Wortschatz gemacht. Guck mal, ja, liebe Kinder. Fahr mal zum nächsten Dorf. Okay. Ich komme in einer Minute wieder, ich hol mal den Spieleberater. Warum fährt er nicht? Aber muss ich ihn ansprechen, ne? Ja, meistens. Sure, I'll take you to a good place. Hey, hey, hey. Oh ja, da ist ja schon das Dorf. Ja, während du da mal in deiner Kiste kramst, sehe ich mich hier mal ein bisschen um. Oh ja, mit Leuchten kann man natürlich keine Wände zerstören. So, was hat der Penner da für mich? Laurels. Ja, da kannst du auch nochmal einen Schwung von kaufen, wenn du hast. Ja, ich hab's ja, Rieke. Feuerwanze. Nur noch finden, wie Castlevania ist. Ah! Pink City. Die Berkeley. Brahms. Genau, die nächste ist der, wo der Tod kommt. Suche in Brahms. Im Brahms Herrenhaus nach Draculas Auge, um dorthin zu gelangen, musst du dem Fährmann am Toten Fluss das Herz Draculas zeigen. Nur dann hilft dir der herüber. In der Brahms wirst du auf den Sensenmann, den Grim Reaper, treffen. Bezwinge ihn und du findest das goldene Messer. Was? Ach du Scheiße. Was ziemlich geil ist. Sowas darfst du Simon Belmont natürlich nicht sagen, was hier steht, ne? Genau das wollte er hören. Ja. Ach, wollte, ich eile! Das wollte er immer von der Prinzessin hören. Das hatte ich eine Folge auch bei Captain N, wo er so am Süßholzraspeln ist und dann sagt die Prinzessin Danke und er sagt. So, und dann blenden so und man sieht ihn in den Spiegel gucken und sich die Haare machen. Ey, hier gibt's ja sonst gar nichts. Nee, ja, dann ist das eine von der. Dann ist die nächste Stadt, wo es Morgenstern gibt. Ja, Moment, irgendwo da vorhin lief noch so ein Typ rum, der anders aussah als alle anderen. Der hier. Oh, ja, der gibt wahrscheinlich auf jeden Fall was. Ne? I'd like to exchange. Ja. Aber mit dem Red Crystal können wir den Tornado rufen, ne? Genau. So, und jetzt meinst du, sollte ich zum Fährmann wieder gehen und dann das Herz nehmen? Ja. Während es Nacht ist. Geht nur während der Nacht? Nein, war nur Spaß. Du fährst jetzt halt einfach zurück, ne, wie der hergekommen ist. Jetzt brauchst du das Herz noch nicht einschalten. Weil der fährt dich auf jeden Fall. Geht nur auf dem Hinweg, ne? Ja, genau. Und dann kannst du halt gucken, wie du den guten Grim Reaper wegballern kannst, damit du das kleine Messer kriegst. Das finde ich so ziemlich, wie gesagt, das Beste, was man hier im Spiel kriegen kann als Sub, weil es noch viel stärker als die Flamme. Und später gibt's auch noch was von Vampyr. Ach nee, Quatsch, das gibt's gar nicht von ihr. Ich meine von ihr nochmal, ich glaube, das freut. Oh! Alter Spiel. Und er fährt rückwärts, vorwärts gucken, rückwärts zurück. Wäre geil, wenn ihn gleich einer vom Boot geholt hätte. Das Boot. Das wäre so geil, Alter, wenn der irgendwie Viechen in den Rücken springen würde, der würde vorwärts die Seite vom Boot machen. So, und in dieser Burg hast du, das sage ich dir jetzt vorher, bevor du dann wieder fragst, du hast nur. Wo ist mir Einlass? Ach da. Du hast nur ein. Ja?
ein einziges Mal trifft bei. Wie weit bist du jetzt schon gegangen? Hast du nicht hingeguckt? Ich bin über zwei Spike-Gruben gesprungen, vom Eingang aus. Ah, da bist du, ja gut. Ja. Ich habe so das Gefühl, diesen Sprung werde ich nicht schaffen. Musste. Ja. Oh. Ach, man steckt sogar gar nicht. Ich dachte, hä, ist man nicht sonst immer direkt gestorben? Nee, das ist bei den anderen Castlevania-Spielen so. Ja, okay. Ja, nehme ich mal so hin. Du brauchst auch keine Angst haben, es gibt hier nur einmal Trittfallen. Und die sind quasi vom Anfang an. Warte. Warum haben die eigentlich den beschissenen Hochstick mal nicht eingezeigt? Ach, da ist er. Warum weißt du eigentlich nicht selber, wo der ist? Kann ich mir nicht alles merken, Mensch. Was meinst du jetzt? Hoch oder? Du gehst jetzt. Mach mal, vor dir ist. Das Teil, der gut ist. Hoch. Treppe hoch. Also Treppe hoch. Genau, jetzt kommt noch eine Treppe hoch. Und dann nach links. Wenn er die Möglichkeit gegeben wird, von deinem Freund. Also hier links? Genau, bis zur nächsten Treppe hoch. Und wieder auch hoch. Ja, das hätte ich mir fast schon gedacht. Ja. Ich sag's nur. Also wenn wir jetzt sterben sollen, verlieren wir nur 25 Erfahrungen und 198 Herzen. Ist ja nix. Vor allem die 198 Herzen ist nix. Ich würde mich gleich mit Obstkeks vollkaufen, wie du bekannt. ich muss nach rechts. Bis, ja genau, die Treppe dann hoch. Und die nächste Treppe dann auch wieder hoch. Oh, diese Erfahrung. Von meiner Erinnerung wieder hoch, ja. Jetzt kommt sie wieder hoch. Ja. Da kommt dann wirklich gleich wieder hoch. Ich hoffe, du musst es bis zum Obststick mal schaffen, das ist nicht einfach. Genau, auch wieder hoch. Und Crit beim Boss dir gar keine Gedanken mehr machen. Nur eine Sorte und die kommt ganz am Anfang. Jetzt? Rechts, immer rechts. Ist hier irgendwo was im Boden? Nein, nichts dran. Ich brauche nicht achten. Außer auf den Respawn. Genau, und jetzt kommt jetzt die beiden, ja, die musst du bitte ohne zu sterben. Ja, super. Treppe runter, links aus dem Bildschirm raus. Dann kommt noch ein Gegner und dann kommt auch schon dein Freund mit dem Obstex. Und da kaufst du dir bitte gleich vier Stück oder so. Vier? Ja, du verlierst dein Herz, wenn du nochmal tot gehst. Oh. Da kommt jetzt noch ein Gegner, werf den tot. Ja, da ist der Obstkorb, Mann. Ja. Der dir vier Obstex verkauft, dann brauchst du wahrscheinlich keine einzigen mehr im Spiel. Ja, die Items behalte ich, ne? Ja. Kann man denn mehr als einen im Besitz haben? Natürlich. Ja, dann kaufe ich mal 1000. Ich würde dich nie linken. Ja, aber dann wird doch nur einer angezeigt. Nein, du hast aber mehrere. Ja, wie viel soll ich jetzt echt vier Stück kaufen, meinst du? Ja, du kriegst auch brauche ich denn so viele Menschen? Es gibt's doch gar nicht mehr, oder? Nein, nee, drei gibt's noch, ne? Ja. Ja, das hier, ja stimmt. Dieses hier und noch zwei andere, ne? Fünf Stück hast du. Ja, jetzt habe ich drei. Eins, zwei, drei. Ja, okay, drei reicht. Ja. Und jetzt sagst du hier weiter runter? Genau. Du kannst eigentlich auch nichts mehr falsch machen am Weg. Einfach nur runter und dann rechts auf den Bildschirm bauen. Und dann hast du deinen Bosskampf, den super leichten. Ja, den packe ich doch nicht mehr mit der Energie. Alle sagen immer, der ist so leicht. Verstehe ich nicht. Ja. Ja, mach deswegen, deswegen steht man ja auch gerade da mehr unter Druck. Mit was für einer Waffe soll ich die denn angehen? Eigentlich am besten. Ich habe ja keine Axt. Nee, du hast Dolch wahrscheinlich, ne?
Also ich würde versuchen, du hast ja noch ein paar Herzen über, ich hatte keine mehr über. Bearbeiten mit der Peitsche und werf ein paar Flammen rauf. Weil, ne, Geld geht weg, wenn du tot bist, also kannst du auch für ein Event... Nothing to lose, ne? Oh Gott. Weg, weg, geh! Scheiß auf ihn! Weg! Oh nein! Oh. Hast du die Flamme eingeschaltet? Ja. Lauf, lauf, lauf! Yeah, wir machen's wie bei Dracula. Ja, jetzt wenn du jetzt keins von seinen Sickles abkriegst. Ja, läuft, läuft. Ja, ich hatte gar Feuer. Keine. Ich hatte, ja, sozusagen, ich hatte gar keine Wege. Ich war am Arsch. Weil der wirft hier auch nicht einen Teil, der wirft hier auch über anderen Meere wirft. Kannst du, glaube ich, drei Stunden später. Kannst du, glaube ich, in den beiden da noch reinschlagen. Ja, es ist mir zu heiß. Jawoll! Jawoll! Super, you beim, know, beim Schein in den Boxen läuft. Ja. Man muss halt unter Druck stehen, ne? Ja. Ja. So, jetzt könnte ich jetzt quasi mal zwei Oaksteaks vorbeiseppeln. You now possess Dracula's eyeball. Hier stehen aber auch nur die Dienste, ne? Ja. Was macht denn sein Eyeball eigentlich? Der kann bestimmt Geheimgänge sehen, oder? Ja, genau. Steine und eine Scheibe. Ah! Ah! Hey, respawnende Bosse, wie billig ist das denn? Ja. Ich kann mich jetzt eigentlich auch genauso gut töten lassen. Da brauche ich den ganzen Scheißweg nicht zurückgehen. Kannst du auch machen. Na, du bist draußen auf dem... Wo du jetzt lang musst, als nächstes wirst du mit der Energie sowieso sterben. Also von daher kannst du wirklich machen. Aber jetzt kommst du da in so eine tolle Region, wo es dann zum ersten Mal diese Pflanzen gibt, die ich auch bei. Das goldene Messer, das kostet auch, ne? Ja, aber wenn du da später, wenn es zu den nächsten Bossen geht, die Vampira, Geld sammeln und dann mit dem Teil dahin gehen, weil dann. Ach, du meinst Camilla. Ja, Camilla, Entschuldigung. Und wenn du die dann mit dem Dolch anwirfst, dann kommt ein kleines Stück vorwärts. Die hat ja so dumm, die dreht sich ja so auf die Uhrzeiger sind auf ja. Stelle. Und wenn du den gibt's hast. Übrigens auch in mit derselben Maske gibt's die ja auch in Rondo of Blood. Genau. Ein toller, einfacher Bossgegner. Hast du in deinem wahrscheinlich neuen Durchschlag auch so drin, ne? Ja, natürlich. Oh! Jetzt stehen wir natürlich on the edge, ne? Ja. Du musst auch wo ganz anders lang, als du gerade gehst. Du musst jetzt zu deinen Kumpels zurück. Die da oben kommen. Ja, geil. Ergib dich, oder? Kann sowieso nichts mehr schief gehen. Ja, ach komm, Game Over. Ja, und ich spawne nicht mal am Anfang der Menschen, ist das geil. Ja, das ist übrigens, könnte man auch als einen Kritikpunkt nehmen, dass der Respawn manchmal direkt im Gegner drin ist. Das ist schon ziemlich scheiße. Ja. Wenn ich hier lang gehe, weil ich muss ja da runter, wenn ich hier lang gehe, ist doch eigentlich eine Abkürzung, oder?